Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Weekly Challenge bei Rayman Legends. Es geht mal wieder in das Land der wandelnden Seelen und das aktuelle Entfernung ist 1432 Meter. Ich habe recht früh gestartet und in der Zwischenzeit ist es sogar noch mal um 200 Meter nach unten gegangen. Ja, das ist halt am Anfang immer erster Tag von der Weekly Challenge, sind natürlich noch einige Veränderungen in der Entfernung möglich. Da kommen noch einige gute Spieler hinzu, einige schlechte Spieler. Und man weiß immer nie ganz genau, wie es aussieht. Vom Schwierigkeitsgrad ist es heute eigentlich sehr, sehr einfach gehalten. Also gerade wenn man diese Sprünge nach unten beherrscht, dann schafft man sehr, sehr leicht, die Silberbarriere zu durchbrechen. Und die Goldbarriere ist dann eigentlich auch nicht mehr arg weit weg. So, wir springen über das erste 300 Meter Seil. Ihr seht bis dahin eigentlich noch kein großartiges Problem. Hier großer Sprung, ein bisschen nach oben fliegen lassen, ein Sprung nach unten, kleiner Sprung hier drüber. Und wir bekommen schon die nächste Pause hier direkt ab. So, hier durchschlagen, dadurch kriegen wir Geschwindigkeit, großer Sprung. Hier nach unten, einmal hier drüber, hier wieder nach oben. Über die Seile schön groß drüber springen. Hier auch nochmal das nächste Seil, 600 Meter Pause. Hier drüber wieder beschleunigen auf die obere Plattform. Hier nur ein kleiner Sprung. Klein, 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 klein. Schnell hintereinander durch, dann schafft man diese Stelle eigentlich auch ohne Probleme. Und wir sollten eigentlich inzwischen schon fast die Silbergrenze erreicht haben. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Hier auch wieder großer Sprung. Auch einen großen, die Looms ignorieren wir hier. Das zweite Mal dieses Element. Kennen wir ja noch hier direkt. Und kriegen die 900 Meter Pause. Hier nochmal drüber, einmal drüber. So, hier nochmal. Dieses Element kennen wir auch. Also das kommt ja eigentlich immer wieder vor. Mit den drei Seilen hier, wenn die nacheinander kommen, dann wissen wir es schon. Und wenn wir das hier geschafft haben, haben wir die Goldgrenze durchbrochen. Das heißt, ab jetzt sind wir im Goldbereich und schauen noch, wie weit wir kommen. Hier drüber, hier jetzt ein großer Sprung. Nochmal die Ringe hier machen. So, hier haut es mich leider nach unten. Bleibe ich irgendwie an dem Rand hängen, aber wir haben uns trotzdem retten können. Großer Sprung, nochmal großer Sprung. Hier einmal drüber, kleiner Sprung. Dieses Teil ist natürlich wieder mies, das war vorher noch die Goldgrenze. Hier auch nochmal drüber, jetzt nochmal groß, groß, hier runter. Und wir haben die 1500 Meter geschafft. Was erwartet uns jetzt? Nochmal ein Sprung über dieses Seil. Und hier verspult es mich dann. So, 1609 Meter, das ist eigentlich eine schöne Marke. Damit haben wir ein paar hinter uns gelassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich werde probieren, diese Woche das Ganze nochmal ein bisschen zu verbessern, wenn ich Zeit habe. Ansonsten gibt es natürlich morgen wieder die Daily Challenge, beziehungsweise die Daily Challenge Extreme. Ich weiß ja noch nicht genau, was kommen wird. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, gebt einen Like und wir sehen uns morgen. Bis dann!